Hallöchen Fußballfans und willkommen zurück zu einer neuen Analyse, präsentiert von Matt Forecast. Und dieses Mal das zweite Halbfinalspiel in der UEFA Europa League, 25.04. 21.05 Uhr, St. Jakob Park in Basel. FC Basel 1893 trifft auf den FC Chelsea London. Und ja, der Tabellenführer aus der Schweiz gegen, ich glaube, den aktuell Dritt- oder Viertplatzierten aus England und Performance bei den Baselern, die ja auch, glaube ich, noch drei Titel gewinnen können. Also quasi Meisterschaft, Pokal und Europa League. Aktuell 79%. Bisher sind diese beiden Teams noch nicht aufeinander getroffen. Basel zuletzt in der Schweizer Liga mit einem 2:2 beim FC Thun. Im Schweizer Pokal ein 1:0 Sieg beim FC Sion. Gegen Zürich ein 3:1 Sieg und dann natürlich dieses 6:3 nach Elfmeterschießen gegen Tottenham. Haben sie sich durchaus verdient, das Weiterkommen. Und davor am 7.4. ein 1:1 beim FC St. Gallen. Ja, gegen dem gegenüber steht, stehen 64% beim FC Chelsea. Zuletzt ein 2:2 gegen Liverpool. Das war das Spiel, wo Suarez seinem Gegenspieler in den Arm gebissen hat. Ich glaube, es war Ivanovic. Er wurde ja für 10 Spiele gesperrt, also Sachen gibt's, ne? Da denkt man, man hätte schon alles gesehen und dann beißt er einfach seinem Gegenspieler in den Arm. Ich glaube, und er ist sogar Wiederholungstäter, das kommt ja auch noch hinzu, dass er das schon mal gemacht hat. Also, was da in so einem Spieler vorgeht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall 10 Spiele gesperrt. Ich finde absolut zu Recht. Davor konnte Chelsea 3:0 gewinnen in der Premier League beim FC Fulham. Zu Hause gab es im FA Cup eine 1:2 Niederlage gegen City. Die 3:2-Niederlage gegen Kasan im Rückspiel der Europa League und am 7.4. ein 2:1 gegen Sunderland. Gucken wir mal auf die Top-Stars beider Teams. Marco Streller, 4 Treffer bis jetzt im Wettbewerb. Valentin Stocker mit 3, Schaar mit 3, Fabian Frey mit einem und Marcelo Diaz ebenfalls mit einem Treffer. Ja, beim FC Chelsea, Fernando Torres 4 Treffer, Victor Moses 2, Marta Hazard und John Terry jeweils ein Treffer. Gucken wir mal bei den Assists. Salah 3, Fabian Frey mit 2, Streller 2, Stocker 1 und Cabral auch eine Vorlage jeweils. Bei den Londonern. Juan Mata mit 3 Assists, Ramirez mit 2, Hazard mit 2, Lampard mit einem Assist und David Luiz mit einem. Ja, dann kommt noch hinzu, dass ich heute Morgen in der Zeitung gelesen habe, dass jetzt angeblich Mourinhos Wechsel zu Chelsea perfekt sei und er dann gleichzeitig auch noch Radamel Falcao mitbringen soll. Ja, wäre natürlich für die Londoner wirklich ein Glücksfall, wenn es so kommen sollte, weil ja auch Benitez so oder so nach der Saison aufhören wird. Und deswegen, ja, kann man da auf jeden Fall gespannt sein, was sich da dann noch so entwickeln wird. Werden wir dann sehen. Und ja, deswegen jetzt zum Abschluss mein Tipp. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Herz schlägt definitiv natürlich auch als Deutscher für den Schweizer Nachbarn, für die Basler. Da würde ich mich doch durchaus freuen, wenn diese Mannschaft es schafft, sich da zu qualifizieren. Drücke ihnen definitiv Daumen, denke, es wird aber eher schwer werden. Ich denke mal, sie werden auch jetzt hier nicht über einen Unentschieden hinauskommen. Allerdings haben sie auch bei Tottenham einen Unentschieden auswärts geholt. Also von daher ist da noch nicht alles verloren. Ich tippe auch hier heute auf ein paar mehr Tore und denke mal, das Spiel endet mit einem Unentschieden 2:2.